Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Helsinki und zwar die Deluxe-Version. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Helsinki. Ja, vor circa 12 Monaten habe ich euch das Spiel Helsinki aus dem Hause Queen Games schon präsentiert. Und in diesem Video zeige ich euch die Deluxe-Version. Was ist das Besondere? Was hat es zu bieten? Lohnt sich's denn überhaupt? Ja, in dem Video präsentiere ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe und am Ende gibt es dann wie gewohnt auch ein kleines Fazit. Ja, Helsinki Deluxe Version, man sieht es auch schon am Cover, sieht natürlich jetzt schon mal ganz anders aus. Und die Autoren sind Daniel Skjold Pedersen und Asger Harding Kranerud. Moment, die sind doch bekannt. Ja, die haben beispielsweise auch das Spiel Kopenhagen entwickelt. Auch das habe ich euch schon vorgestellt, auch das gibt es in einer Deluxe Version. Und jetzt quasi so ein Nachfolgespiel mit Helsinki Deluxe. Es ist ab 10 Jahre, spricht also für ein leicht gehobenes Familienspiel, leichtes Kennerspiel. Ich werde im Fazit noch ein bisschen was dazu sagen. Es ist für 2 bis 4 Personen. Ja, und von der Spielzeit, natürlich auch ein bisschen abhängig von der Spieleranzahl, ist es angezeigt mit 45 Minuten. Ja, man sieht hier schon den Bau, beziehungsweise die einzelnen Häuser. Und es ist nach wie vor, wie auch bei Kopenhagen, ein Plättchenlegespiel. Und hier seht ihr auch schon ein bisschen die Auslage, ja recht umfangreich. Ich habe es jetzt einfach mal aufgebaut für 3 Personen, dann bekommt ihr auch schon mal ein bisschen Überblick. Und wer Kopenhagen kennt, der ist da relativ schnell drin, aber keine Sorge, ich zeige euch natürlich, wie das Spiel funktioniert. Das heißt, wir haben hier in der Mitte so eine Auslage mit Karten, die man dann im Verlauf der Partie bekommt durch unterschiedliche Aktionen. Wir haben ja die Plättchen und diese unterschiedlichen Plättchen baue ich dann im Verlauf der einzelnen Runden hier auf meinem Tableau dann ein. Die Besonderheit ist das Anbauen der Plättchen, weil die werden abhängig von der Position der Spielfigur reingeschoben. Das heißt, die werden nicht einfach platziert, sondern die werden reingeschoben. Gleichzeitig habe ich natürlich auch mir die Möglichkeit, mir gewisse Boni freizuschalten, wenn ich Plättchen auf so ein Wappen platziere und da habe ich auf jeden Fall ein paar Auswahlmöglichkeiten. Das Spiel wird quasi so lange gespielt, bis dieser Stapel aufgebraucht ist. Es beginnt ja bei einem Startspieler, Startspielerfigur hat ja eine Person. Die Runde wird dann zu Ende gespielt und dann gibt es noch eine kleine Endabrechnung, bevor Gewinner oder Gewinnerin feststeht. Bevor ich beginne mit dem Aufbau, ich habe ja gesagt, für 3 Personen möchte ich es euch zeigen, müssen natürlich noch ein paar Karten, ein paar Zahlenkarten aussortiert werden. Zahlenkarten, Joker, das wird auch sehr gut in der Anleitung gezeigt, das heißt, diese Karten kommen dann auch auf die Seite. Die Extra-Komponenten, ich werde natürlich am Ende noch was sagen, weil es ein paar kleinere Erweiterungen dabei, die legt man erst einmal zur Seite, die solltet ihr auch nicht unbedingt für die erste Partie verwenden. Ansonsten die anderen Plättchen, die platziert ihr hier auf der Seite, wie man es auch hier schon sehr gut erkennt. Und hier sieht man natürlich eine weitere Besonderheit, weil das sind solche Acrylplättchen, wie man es beispielsweise auch von der Deluxe-Version von Kopenhagen kennt. Das wertet das Ganze natürlich nochmal enorm auf. Deswegen auch ein weiterer Punkt für eine Deluxe-Version, nicht nur das Cover, sondern beispielsweise auch die Plättchen. Aber es gibt noch ein paar weitere Komponenten, zu denen komme ich auch. Das heißt, die ganzen Plättchen, die sortiert ihr, baut sie erst einmal auf, sortiert sie. Dann nimmt sich jeder ein Tableau, hier beispielsweise das Tableau für die rote Spielfigur, das heißt die Marker werden hier drauf platziert, alles ist super vorgegeben, das geht recht zügig. Jeder bekommt dann bereits 2 Karten vom Stapel, Startspielerfigur wird von einer Person platziert, die Aufbauten legt er separat, deswegen seht ihr auch schon die ganzen Karten. Vom Zugstapel werden dann Karten einfach hier ausgelegt, auch hier sehr gut gemacht, abhängig von der Position. Und ihr platziert euch natürlich hier gleich in diesem Bereich. Es dürfen natürlich auch, und im Verlauf der Partie wird es auch stattfinden, mehrere Figuren auf einem Feld dann stehen. Tja, jetzt fehlt nur noch hier dieses Tableau für die Aktion und ihr merkt, ja, der Jörg hat sogar ein paar Dinge abgedeckt, weil das empfiehlt sich durchaus für eure erste Partie. Spielt nicht im vollen Umfang mit allen möglichen Aktionen, sondern deckt einen Teil ab. In weiteren Partien habt ihr auch die Möglichkeit, individuell Dinge abzudecken oder freizuschalten. Das bleibt natürlich euch überlassen. Die Punktetafel, die sieht man hier auf der Seite. Oh, es gibt ja gar nicht mal so viele Punkte. Ja, die Berechnung folgt am Ende, aber die Punktemarker platziert ihr schon mal hier auf der Seite. Ja, und nach diesem Aufbau kann ich auch schon bereits einsteigen in die Abläufe. Und damit fange ich auch gleich an. Ja, und ich würde sagen, rote Figur beginnt, hat ja auch hier diesen Marker dann vor sich und hat bereits 2 Karten, ja, auch schon mal
vom Zugstapel am Anfang bekommen. Die Karten hält man natürlich verdeckt. Denkt daran, Handkartenlimit 7. Solltet ihr an eurem Zug mehr als 7 Karten bekommen, dann müsst ihr auf jeden Fall ja Karten abwerfen am Ende eures Zuges, damit ihr maximal 7 Karten dann vor euch dann habt. Die 2 Karten habe ich bereits dann vor mir und jetzt habe ich natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Wobei, so viele Möglichkeiten habe ich auch gar nicht, weil ich möchte natürlich ein Plättchen hier anbauen. Ja, zuerst einmal muss ich euch erklären, wie das funktioniert und man sieht es auch hier, das ist schon mal ganz gut, dass ich hier 2 violette Karten dann vor mir habe. Aber um dieses Plättchen hier aus dieser Auslage zu nehmen, ja, brauche ich 3 Karten. Ja, ich habe im Moment 2, das bringt mir also nichts. Ich kann natürlich auch diese Karte dann nehmen, aber egal wie ich es drehe und wende, ja, auch dafür brauche ich 3 lila Karten. Das Schöne ist allerdings, dass wenn ich diese Karte, und deswegen lasse ich es eher mal so liegen, um euch vielleicht ein bisschen was zu zeigen, wenn ich diese Karten dann abwerfe, das heißt 3 lila Karten, bekomme ich nicht nur das Plättchen, sondern bekomme auch so einen Aufbau. Weil Plättchen zu legen in meine Auslage ist gut, möglichst Reihen und Spalten zu bilden. Aber gleichzeitig möchte ich auch Aufbauten platzieren auf meinen Spalten bzw. auf meinen Reihen. Möglichst solche Kreuzungen, vollständig platzierte Kreuzungen zu platzieren, um das Punktekonto am Ende noch zu erhöhen. Es gilt also einiges zu bedenken. Aber so weit bin ich ja noch gar nicht. Ihr wisst jetzt zumindest, wie man quasi Plättchen bekommt. Ja, als nächsten Schritt, die Karten habe ich ja hier, muss ich meine Figur bewegen. Und zwar immer um 1 bis 3 Schritte. Es sei denn, ich habe mir so eine Fähigkeit dann freigeschaltet zum Wappen und kann dann auch mal 1 bis 5 oder 1 bis 6 Felder laufen. Aber ich laufe jetzt und ihr merkt, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich ziehe meine Figur um 1, 2, 3 Felder weit. So, das muss ich immer machen. Ich muss meine Figur auf jeden Fall bewegen und da darf auch eine andere Figur beispielsweise dort stehen. Und jetzt kann ich Karten ausgeben, um mir Plättchen und Aufbauten zu nehmen. Ja, aber mir fehlen die Karten, habt ihr ja gemerkt. 3 violette Karten habe ich nicht. Das heißt, ich nehme mir Karten. Und das bietet sich doch an dieser Stelle auch an, weil ich nehme mir jetzt hier 2 Karten. Warum 2 Karten? Ich habe mich ja hier so positioniert, dass ich mir die 2 Karten nehmen kann. Und die 2 Karten, die nehme ich jetzt einfach zu mir. Ja, und so sieht das Ganze natürlich viel freundlicher aus, weil ich habe nämlich jetzt ja viele gleichfarbige Karten gesammelt. So kann ich mir durchaus vielleicht sogar ein attraktiveres Plättchen dann holen. Am Ende wird natürlich die Auslage wieder aufgefüllt. Ja, und noch hat keiner Stress, weil es ist ja noch ein großer Stapel, aber der neigt sich schnell dem Ende, weil ist der Stapel aufgebraucht, dann wird die Runde ja noch zu Ende gespielt. Und da muss man nämlich gut überlegen, bin ich denn überhaupt noch dran? Schaut auch ein bisschen auf die Spielerreihenfolge. Also ihr merkt, es sind einige taktische Komponenten, die das Spiel zu bieten hat. Das war aber auch schon mein ganzer Zug. Nächste Person ist dran, ja, schaut sich die Karten an, geht 1 bis 3 Felder und zieht wahrscheinlich auch wieder 2 Karten. Bleibt jedem natürlich selbst überlassen. Die nächste Person macht es vielleicht dann auch, weil ich überspringe jetzt einfach mal die 2 Personen, weil ich möchte gleich wieder zu meinem Zug zurückkehren. Und jetzt schaue ich mir natürlich die Karten genau an. Und ihr merkt ja, okay, das sind ja ganz schön attraktive Karten. Und ich glaube, diese Karte wird sich durchaus anbieten, weil, ja, hier muss ich, oh, das ist teuer, 4 lila Karten, 4 violette Karten abwerfen. Ich bekomme natürlich dieses Dreierplättchen. Nur wie, nur das Dreierplättchen? Da gibt es doch bestimmt bessere. Da bekommst du sogar ein Viererplättchen. Ja, aber da sind solche Ausbauten dann drauf. Das heißt, ich bekomme gleich so 2 Figuren. Aufbauten sind nämlich wichtig. Warum? Ja, damit generiere ich Punkte. Nicht nur vollständige Reihen und Spalten mit diesem Plättchen bringen Punkte, sondern insbesondere die Aufbauten, zu denen ich natürlich am Spielende komme, wo ich je nachdem auch noch das eine oder andere Bild einblende. Das heißt, ich habe jetzt hier meine 4 Karten. Aber Jörg, Moment, du musst erst einmal ziehen. Ja, ganz klar, ich muss ziehen. Und zwar 1 bis 3 Felder, weil die Position, wo ich ziehe, ist nämlich sehr wichtig. Ich ziehe also, ja, ich würde sagen, 2 Felder. Ah, die hätte ich jetzt auch gerne, die beiden Karten. 2 grüne Karten wäre ja auch nicht schlecht. Aber ich wollte euch ja die zweite Aktionsmöglichkeit zeigen. Also im Normalfall, wenn ich jetzt spielen würde, würde ich wahrscheinlich die 2 grünen Karten ziehen, weil ich möchte schon so 1, 2, 3 gleichfarbige Karten sammeln. Warum, zeige ich euch natürlich auch. Aber ich
nehme jetzt keine Karten. Ich führe jetzt meinen Zug aus, das heißt, ich gebe jetzt diese Karten ab. Ich nehme mir also jetzt hier dieses Dreierplättchen und nehme mir hier zwei Aufbauten. Am besten nehmt ihr die Karte so, dass man sieht, okay, ich brauche vier Karten, das passt soweit. Die lege ich hier auf den Ablagestapel und jetzt lege ich das Plättchen. Tja, wie bei vielen Spielen üblich, legt man das Plättchen jetzt irgendwo an, so dass es passt. Ja, freien Spalten will ich ja bilden. Ja, hier ist es bei Helsinki aber ein bisschen anders, weil ich muss schauen, wo ich das Plättchen reinschiebe. Und das hängt von der Position dieser Figur ab. Und genau deswegen müsst ihr am Anfang quasi den Spielplan platzieren, wie ihr denn auch sitzt. Das sieht nämlich jetzt, man erkennt es jetzt auch hier an dieser Position, das heißt, gelb ist jetzt auch hier. Ja, diese Person sitzt hier auf der Seite, gelb ist hier. Und hier, die sitzt hier auf der Seite, gelb ist hier. Das heißt, ihr müsst euer Tableau am Anfang nämlich auch so aufbauen, damit die jeweiligen Positionen mit eurem Tableau übereinstimmen. So, und jetzt wird geguckt, wo meine rote Figur sitzt. Und die sitzt natürlich hier, die sitzt hier dran. Das heißt, ich muss dieses Plättchen hier reinschieben. Ja, ich kann es natürlich hier reinschieben, dann fliegt es aber raus. Das heißt, ich habe auf jeden Fall nur eine Alternative, es muss auf jeden Fall schon hier irgendwie dran gelangen. Das heißt, hier stoppt es aufgrund dieses Mittelteils, da stoppt es. Ich könnte natürlich auch sagen, wird sich ja anbieten, weil dann bekomme ich ein Wappen, es hier reinschieben. Tja, das wird sich sogar sehr gut anbieten, weil da bekomme ich ein Wappen. Aber ich habe noch die zwei Aufbauten. Und die zwei Aufbauten, die darf ich jetzt nicht beliebig auf irgendwelche Plättchen legen. Nein, ich muss schon schauen, dass die auf dieses Plättchen kommen, wo ich dann gerade platziert habe. Und die lege ich jetzt einfach mal hier drauf. Weil, ja, zum Ende des Spiels möchte ich natürlich versuchen, auf jeden Fall hier diese Reihe abzuschließen. Hier hätte ich übrigens auch noch gern zwei vollständige Spalten, weil dann kriege ich viele Punkte und durch die Kreuzung bekomme ich sogar noch mehr Punkte. Ihr merkt, ihr müsst auf einiges achten. Aber der Zug war ja auch gar nicht mal so schlecht, weil ich bekomme jetzt ein Wappen, was ich einsetzen kann. Ich kann es auch später einsetzen. Das bleibt natürlich mir überlassen. Aber das Wappen oder die Wappen, die ich dann habe, die generieren mir Vorteile und die kann ich dann nutzen in meinem Zug, um beispielsweise ein Wappen hier irgendwo auf einen Bereich zu platzieren, um beispielsweise hier dann ja in meinem Zug, in meinem nächsten Zug 1 bis 6 Felder zu laufen oder 1 bis 5 Felder oder was auch sehr attraktiv ist, ich nehme mir solche Einzelplättchen, die ich dann ja beliebig platzieren kann. Darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Ich kann natürlich auch hier das hier hinlegen, um dann nicht unbedingt abhängig zu sein von dieser Figur. Einfach mal flexibel so eine Aktion mit einem Plättchen ausführen, weil manchmal baut man sich vielleicht in die Quere. Und ja, dann ist man froh, wenn man beispielsweise hier ist. Oder man kann gleich zweimal bauen oder man spart sich die Kosten von einer Karte. Man bekommt eine weitere Karte, ja, bekommt einen Aufbau oder kann am Ende, und das wird meistens am Ende oder gegen Ende gemacht, hier beispielsweise quasi einen Aufbau noch verschieben. Und ihr merkt hier, das sind vier Plätze. Das heißt, wenn ich je nachdem, wo ich dann sitze, mache ich es natürlich immer auf die gleiche Position, sodass andere Spieler beispielsweise einfach eine andere Position nutzen können. Die sind so leicht hellblau dann dargestellt, so erkennt man das auch recht gut. So, das quasi zu diesem Wappen. Das war mein Zug. Ja, ihr merkt, ich habe keine Karten, ihr ahnt, was ich mache in meiner nächsten Runde, wenn ich, oder meinem nächsten Zug, wenn ich wieder dran bin. Ich ziehe wieder 1 bis 3 Felder weit, das Wappen hebe ich mir auf und ich nehme wieder Karten. Ja, und im Moment sieht es nicht so toll aus, weil ich hätte natürlich gerne viele violette Karten, also lila Karten, aber die liegen nicht aus. Ich muss also auf eine andere Farbe übergehen. Aber warum willst du denn unbedingt immer die gleichen Farben? Ja, das macht nämlich Sinn, weil wenn ich jetzt im späteren Verlauf wieder Karten ablege, was heißt violette Karten, je nach Position, beispielsweise wenn ich hier oben sitze, schiebe ich das hier an ein Plättchen ran und da hört es natürlich auch auf. Ja, dann ist es toll. Violett an Violett bedeutet, ich ziehe eine zusätzliche Karte vom Nachziehstapel. Das heißt, ich verschaffe mir dadurch noch einen Bonus durch eine weitere Karte. Und das waren auch schon alle Abläufe. Man zieht also entweder 1 bis 3 Felder weit, je nach Option vielleicht auch 5 bzw. 6 Felder, was man nutzen kann mit dem Wappen. Ja, und dann nimmt man sich Karten oder man spielt Karten aus, ja, um Plättchen reinzuschieben. Von Außenbereichen, was natürlich ein besonderes Element bei diesem Spiel ist.
Ja, und der Zugstapel, der neigt sich natürlich auch irgendwann dem Ende und dann wird die Runde noch fertig gespielt und dann geht es an die Abrechnung. Jeder schaut also auf sein Tableau und schaut natürlich für vollständige Reihen gibt es 2 Punkte, für vollständige Spalten, also auch hier wieder mit Plättchen gibt es auch 2 Punkte und dann schaut ihr, habt ihr irgendwelche Kreuzpunkte mit euren Aufbauten, das heißt, wo die Aufbau direkt auf einer Kreuzung steht und die Spalte und die Zeile sind vollständig perfekt. Da gibt es nämlich nochmal 3 Punkte. Ja, ansonsten gibt es natürlich für jeden Bereich, das heißt für jede Aufbaut quasi auf einer vollständig bebauten Reihe oder Spalte zumindest dann auch nochmal einen Punkt. Und die Punkte berechnet ihr und wer dann die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Aber das war noch nicht alles. Es gibt natürlich auch noch die eine oder andere kleinere Erweiterung. Und es sind durchaus einige Erweiterungen, weil es gibt diese Karten, die man natürlich auch nutzen kann, abhängig von der Spieleranzahl. Ja, und man sieht schon, da sind solche Treppen abgebildet. Und deswegen benötigt man auch hier solche Holzfiguren. Und die Holzfiguren, die werden quasi auf diesen einzelnen Treppen dann platziert. Das sind unterschiedliche Positionen, wo die drauf platziert werden. Und ihr ahnt es vielleicht, ihr müsst solche Verknüpfungen herstellen. Das heißt, da müssen Plättchen liegen, dass die Besucher auch an die einzelnen Treppen dann gelangen. Ja, wer das schafft, abhängig natürlich von der Spieleranzahl, nutzt man solche Karten, bekommt man natürlich auch extra Punkte. War aber auch noch nicht alles, weil wer es kennt von der Deluxe-Version beispielsweise von Kopenhagen weiß, es gibt natürlich wieder solche Spezialplättchen, solche unterschiedlich farbigen Plättchen, wo man natürlich auch unterschiedliche Karten dann auch wieder ausspielen muss, also unterschiedliche Farbkarten, um solche Plättchen zu bekommen. Das ist auch sehr gut erklärt. Und damit es bloß nicht langweilig wird, gibt es natürlich eine Menge. Das heißt, ihr seht es auch hier schon. Das heißt, es gibt eine Menge an neuen kleineren, größeren Plättchen. Also da habt ihr auf jeden Fall einige Optionen, hier weitere Plättchen einfließen zu lassen. Und damit komme ich zu einem kurzen Fazit. Weil das Spiel habe ich euch schon vor 12 Monaten präsentiert, sehr ausführlich. An dem Video ging es ja insbesondere um die Deluxe-Version. Man sieht es bereits am Cover. Ja, man hat einiges angepasst. Gerade das Design gefällt mir richtig gut. Und Helsinki Deluxe aus dem Hause Queen Games ist auch von den gleichen Autoren wie Kopenhagen. Auch aus meiner Sicht ein sehr erfolgreiches Familienspiel. Es sind nämlich Daniel Skjold Pedersen und Asger Harding Granerud. Helsinki ist ein Tick anspruchsvoller als Kopenhagen, hat durchaus seinen Reiz und wirkt schon als gehobenes Familienspiel bzw. leichtes Kennerspiel. Dafür spricht nämlich die Altersangabe, nämlich nicht ab 8 Jahre, sondern 10 Jahre. Man benötigt also schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ich denke aber aufgrund der Infos, die ich euch geliefert habe im Verlauf des Videos, wisst ihr durchaus, ob das ein Spiel für euch ist. Man kann es spielen für 2 bis 4 Personen und ja, spielt sich unabhängig von der Personenanzahl genauso gut. Man muss nur gewisse Karten dann aussortieren. An gewisse Dinge muss man denken. Und natürlich, ja, wenn viele Karten aussortiert werden, das Spiel gewinnt an Fahrt. Es geht schnell. Es bietet sehr viel taktische Finessen. Auch wenn ich mich oft auf mein Tableau konzentriere, schaue ich natürlich schon, ob der Mitspieler was ausspielt, ob er Karten ausspielt, ob er quasi sich Karten nimmt. Das sind Dinge, die mich interessieren. Und so geht das Spiel auch recht schnell. Steht 45 Minuten drauf. Gefühl habe ich immer, ich spiele nur 30 Minuten, will eigentlich noch so viel machen und dann endet auch schon das Spiel, wenn der Stapel zu Ende ist. Das heißt, Spielzeit müsst ihr rechnen, abhängig von der Erfahrung, von der Spielanzahl, so um die 30 bis 45 Minuten. Ja, nach wie vor, ein Jahr später in der Betrachtung, jetzt hier quasi in der Präsentation als Deluxe-Version, gefällt mir uns das Spiel. Nach wie vor präsentiere ich euch immer wieder auch Kopenhagen, aber auch Helsinki als Empfehlung, wenn es um Familienspiele geht, aber auch um Familienspiele, die einen Tick mehr zu bieten haben, dann kann man sicherlich zu dieser Deluxe-Version oder beziehungsweise zu Helsinki greifen. Der Verlag ist Queen Games und ich glaube, das Spiel, jetzt hat es ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist nach wie vor sehr erfolgreich. Und was eure Meinung, was eure Erfahrung ist zu Helsinki Deluxe beziehungsweise Kopenhagen, dürft ihr natürlich wie gewohnt gerne unter dem Video kommentieren. Ja, das zu allen Informationen. Jetzt habe ich es euch nochmal ausführlich präsentiert, jetzt quasi in der Deluxe-Version. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, macht's gut und bis bald.